welcher System wir überhaupt interagieren. Wir haben es geschafft, eine Interaction mit der Dorothy im Auto zu bringen, sie wollen halt das Genau so. Sehr viel Mühe. Wir bieten ein schönes Programm und hoffen natürlich auch schon auf den nächsten Autosalon. Aber da ist jetzt noch ein bisschen hin. Jetzt müssen wir erstmal die beiden Tage rumkriegen und hoffen natürlich, dass es mit einem riesigen Erfolg zu Ende geht und mit hoffentlich einem Besucherrekord. Sieht ja schon fast danach aus. Ja, ich vergesse meistens, mich bei meinem Team zu bedanken. Das ist nämlich immer ganz peinlich. Also ohne das zugehörige Messeteam, was ja relativ klein ist. Wir sind inzwischen 4 Leute. Dazu gehört Eva Seibert, da gehört der Udo Weingärtner dazu, der schon vielen hier bekannt sein dürfte. Und natürlich unser Neuzugang, unser Auszubildender Jonas Heinemann, der dort parat steht und gute Miene macht, wie immer. Und natürlich auch einen guten Job. Ist sehr engagiert, freuen wir uns. Ja, und in dieser Mannschaftsstärke haben wir uns doch inzwischen einige Messen aufgebaut. Wir freuen uns auch schon ganz besonders auf den Bausalon, der hier an gleicher Stelle in 3 Wochen eröffnen wird. Und da hoffen wir natürlich, dass der Herr Bürgermeister dann auch wieder mit von der Partie sein wird. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne Messe, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, unseren Ausstellern viel, viel Erfolg und vielen Dank für die wahnsinnig gute Zusammenarbeit in diesem Sinne. Dankeschön. Und jetzt möchte ich natürlich, danke sehr, möchte natürlich unseren Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis bitten, die Messe offiziell zu eröffnen. Bitte schön. Ja, lieber Herr Fritz, liebe Besucher der Messe, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Teams, Herr Fritz, und insbesondere liebe Ausstellerinnen und Aussteller, wer eben gerade auf den Parkplatz gefahren ist, der wurde abgewiesen, der fahren wollte, weil alle Parkplätze besetzt sind und ein riesen Auftritt ist. Ich habe mir beim Reinkommen am Eingang überlegt, ob hier noch eine andere Veranstaltung stattfindet, aber alle Besucher drängen sich hier in dieser Messehalle und es ist eine super gelungene Ausstellung. Das, was der Herr Fritz gesagt hat, kann man nur bestätigen. Das ist sehr, sehr hochwertig. Als ich hier durch den Mittelgang gekommen bin, habe ich das schon von einigen Besuchern gehört. Und wenn die Automobilhändler, die Automobilinteressierten so zusammenkommen und so nah, hautnah erleben, welche neuen Modelle es gibt, in die man sich reinsetzen kann, Herr Fritz, das kann man im Internet nicht, sondern das muss man hier machen, das muss man machen mit einer direkten Beratung. Und die Leute hier zusammenkommen, dann hat das sicherlich etwas mit der guten konjunkturellen Entwicklung zu tun und mit dem Konsumverhalten allgemein. Aber hier geht es ja um ganz hochwertige Konsumgüter und da überlegt man sich Investitionen schon. Und solche Investitionen zu erleichtern, indem man das ganz haptisch, indem man das ganz zum Anfassen sieht, dazu gibt es diese Messe Gelegenheit. Herzlichen Dank an alle, die diese Messe, diesen Messestandort mit ihrem großen Engagement aufwerten. Herzlichen Dank, Herr Fritz, an Ihre Zuversicht, Ihren Mut in den vergangenen Jahren hier zum Messestandort zu stehen. Und Sie haben sich, das können Sie heute als Erfolg einfahren, einen wirklichen Namen hier am Standort gemacht, der trägt und der mit Vertrauen verbunden ist. Und es ist eine gute Ausgangsbasis auch für die zukünftigen Veranstaltungen. Jetzt hat er mich hier hochgeschickt
und hat gesagt, eröffne die Messe. Das war jetzt etwas mehr als eine Messeeröffnung. Die besteht nämlich nur aus wenigen Worten und die lauten: Die Messe ist eröffnet, danke, dass Sie mir zugehört haben.